So, und wir haben hier noch Ratten, die wir kochen können. So ist es nicht. Hier gibt es Kohle. Und zwar gar nicht wenig. Super, also ich bin sehr begeistert. Das hat sich echt gelohnt, hierher zu gehen. Das hat sich so richtig, richtig gelohnt. So. Da hinten geht's weiter. Hier ist noch ein bisschen Edelmetalle. Wo geht's da oben hin? Waren wir da schon? Nein, da waren wir noch nicht. So. Schnappen wir uns ein paar von den Dingern und machen quasi im Inventar uns jetzt schon mal eine Spitzhacke. Tack, tack, tack. So. Und dann schauen wir doch mal, ob wir dich wegbekommen. So. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber ist ja jetzt auch nicht so wichtig. So, dann können wir den Stahl hier einsammeln. Das ist auch toll. Die Kohle sammeln wir vielleicht auch mal ein. Auch wenn es nur noch eine ist. Und Kupfer könnten wir eigentlich auch. Und das hier ist Mies Crystal. So. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie wir uns so eine. Ah, aus so Kristallen. Okay. Und von denen habe ich zwei. Na gut. Wir könnten den Ofen eigentlich wieder mitnehmen. Ganz ehrlich, habe ich im Inventar noch Platz? Nicht so wirklich. Na gut, dann packen wir doch noch ein paar Ratten in den Ofen. So. Einfach damit wir auch was zum Essen haben. Und schauen mal hier, wo es weitergeht. So. Da gibt es auch noch genug Stahl, also so ist es nicht. Ich kann mir jetzt natürlich auch noch alles aus Stahl machen, fällt mir da gerade ein. So. Ich könnte mir. Ich wüsste zwar gerade nicht warum, aber ich kann eben einfach hier sagen: Tack, 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 tack. Das eine wären Gitter gewesen. Fluff, fluff. Wo habe ich mein Holzding? Ach, da. So. Das könnte ich ja eigentlich in den Müll schmeißen. Tack, 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 tack. Zack. Zack. Komm, das Zeug schmeißen wir jetzt einfach weg. Wir brauchen das ja jetzt nicht. Zack. Zack. Und den Kaktusquatsch, den könnten wir eigentlich auch abschaffen. Ja, komm. Mach mal weg. Dann ist es weg. Und den Hut. Und dann mache ich das doch. Tack, 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 tack. Zack und zack. Dann haben wir zumindest das erstmal. Wir können sowas natürlich auch aus Gold basteln, aber das ist ja auch ein bisschen affig dann. Tack, 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 tack. So, haben wir Stiefel. Und Hosen brauchen wir auch noch.
Hosen waren tak, 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 tak. So. Sind wir auf jeden Fall gerüstet. Ein Gegenstand fehlt uns noch, wobei ich nicht weiß, was der sein soll. Aber das ist ja jetzt für den Anfang erstmal egal. Wir sind auf jeden Fall gerüstet und können uns ganz normal neckisch fortbewegen. Und umschauen, wo es denn hier weitergeht. So. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir drehen uns einfach nur im Kreis. Ich sollte vielleicht mal wieder was essen. So. Hier geht es auf jeden Fall wieder runter und hier geht es rein. Und da wollte ich ja auch hin. Aber erstmal will ich schauen, wo es hier weitergeht. Da geht es ja auch weiter. Wobei es hier entspannt weitergeht. Also so ist es nicht. Das heißt, hier machen wir erstmal den Platz weg. Schnappen uns die Kohle, die da noch in dem Gemäuer ruht. Dafür graben wir natürlich noch ein bisschen tiefer rein, damit wir auch möglichst vieles von der Kohle kriegen. So, ich finde das so der Hammer, ey. Ich weiß, ich bin immer noch begeistert, aber ich freue mich gerade einfach. Ich freue mich richtig, dass wir jetzt erstmal ordentlich Ressourcen bekommen. Und dass die Ressourcen einfach nicht aufhören wollen hier. So. Das lasse ich jetzt erstmal. Ich habe keine Ahnung mehr übrigens, wo wir jetzt gerade rumhängen. So, die Ratten sollten fertig sein. Die Kohle nehme ich wieder mit. Und ich habe auch noch ein bisschen Platz im Inventar. Das heißt, dich kann ich auch mitnehmen. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht so doof, dich hier im Inventar zu behalten. Das Ding wird garantiert fallen. So. Oh, tut's nicht. Das ist auch in Ordnung. Ich habe noch Platz. Aber eigentlich will ich gar keinen Platz haben. Also ich will schon Platz haben, aber ich will keinen Platz für Schotter haben. Der ist irgendwie der Flatulenz-Schotter. Geht's unglaublich tief. So. Da hinten gibt es noch mehr Schatt, oder? So, dann schmeißen wir hier mal eine Fackel hin. Ja, da geht's einfach weiter. Das ist schon ziemlich lustig und faszinierend. Ich lasse das jetzt einfach mal erstmal da ruhen. Hier unten ist Schluss. So, hier hinten geht's hoch. Da ginge es weiter. Da ist keine Sackgasse. Da haben wir noch mehr von diesen tollen Kristallen. Wo ich eh rein wollte. So, das ist das eine. Und die andere Seite ist die Seite, wo ich rein wollte. Warte mal. Da, den will ich mitnehmen. Und ich will dann hier. Noch mehr Zeug mitnehmen. Oh, ist das einfach Hammer. Ich bin begeistert. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr. Ich bin einfach nur begeistert. So. Aber jetzt ist hier Sackgasse. So, da hinten ginge es rein.
Hier kommen wir mehr oder minder her irgendwo. Ich versuche mal mit der Schaufel hier ein bisschen Zeug einzusammeln. Ich hoffe einfach mal, dass das Zeug nicht fällt. Das fällt offenbar nicht. Okay. Da geht's auch einfach nur tiefer rein. Ich weiß, ich habe da rechts an der Seite was gesehen. Da ist noch was. Vermutlich Eisen. Ja. Wir graben einfach mal so tief wie es geht und schauen dann, was dann noch alles auf uns wartet. Offenbar noch mehr Eisen. So. Und Schotter. Also Schotter kriegen wir hier wieder genug. Wobei wir zu Hause eigentlich auch immer noch genug Schotter haben. Eisen haben wir nicht genug. Aber das ändern wir ja gerade. Du kommst weg. Und du. Und du. Du. Dich nehmen wir auch noch mit. Das hätte ich jetzt beinahe übersehen. So. Wobei ich mir echt überlege, ob ich da nicht einen vernünftigeren Weg reinbauen sollte. Also an und für sich muss ich hier rein wirklich einen vernünftigen Weg machen. Damit wir auch wirklich alles mitnehmen, was es hier so gibt. So, wir gehen hier noch. Ey, das nimmt kein Ende. Das ist echt furchtbar. Also nicht furchtbar, ich finde es toll, ich finde es echt klasse, aber es nimmt einfach kein Ende. So. Dann setzen wir hier doch mal eine Fackel hin. Wir könnten natürlich weitermachen, aber das lasse ich jetzt erstmal. Und nehme hier wieder Schotter mit. Schotter, 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 Schotter und Strottel. So, dann nehmen wir dich noch mit. Dich und dich. Ist da noch was? Ja, da ist noch was. Da ist auch noch was. Da sind schon wieder so richtige Felder. Das ist unglaublich. Also ich finde es echt der Hammer. Ja, das ist halt in den Tiefen, wenn da irgendwas ist, dann sind da viele. Dann sind die halt einfach irgendwie verteilt. So. Aber ich werde jetzt hier einfach mal eine Treppe bauen. Was ich für keinen so schlechten Plan halte. Weil mir das dann natürlich, was ist denn das jetzt? Eisen. Immer noch ein Eisenklumpen, okay. So, zack. 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 Genau. Da hinten könnte man prinzipiell weitergehen, genau wie da, genau wie man diese Dinger hier mitnehmen sollte. Und dann sollte man auf jeden Fall endlich mal hier lang gehen. Da unten kann man natürlich auch noch lang gehen. Okay, hier war Sackgasse. Dann nehmen wir doch mal den Schotter mit. Bevor er sich's anders überlegt.
Und einfach so verschwindet, denn da oben lassen wir mal. Und dann gehen wir jetzt endlich mal hier rein. So wie wir es schon lange, 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 lange geplant haben. So. Ja, ich weiß, immer das Beste zum Schluss aufheben. So. Hier war doch noch auch dieses miese Zeug, oder? Diese Diamanten. Ich muss echt mal gucken, was mies bedeutet. Und ich meine nicht bad.